Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Singapur. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Ich muss gerade sehr viel rumexperimentieren. Weil ihr seht, wir haben mal mehr als gefühlte 80 Frame-Dinger. Commentary sitzt wieder. Machen wir weiter. Wir wollen heute eigentlich hauptsächlich die zweite Kampfprüfung bestreiten. Und ich muss noch mal gucken, wie ich am besten das Headset benutze. Aber das sieht vom Ausschlag her wie eine gute Option aus. Meine Audio muss ich halt noch anders aufnehmen, noch separat meine eigene. Vielleicht finde ich dafür auch noch eine Lösung, aber ich hab bestimmt irgendwie insgesamt 4-5 Stunden mit der Capture Card allein technisch verbracht. Ja, kannst du es mir verübeln? Was juckt's mich? Ich brauche gerade einen Moment Zeit, um zu reden. Also, wie gesagt, Capture Card habe ich jetzt tatsächlich. Habe ich mich ewig mit geprügelt. Warum genau es jetzt funktioniert, kann mir nicht mal Jesus erklären, aber mir ist es relativ egal. Hauptsache, es funktioniert. Und, was gibt's sonst groß zu sagen? Es kann sein, wenn ich tatsächlich meine Audio jetzt ab sofort immer separat aufnehmen muss, dass ein bisschen seltener Videos kommen, weil das natürlich mehr Arbeit ist. Und gerade während ich im Homeschooling bin, währenddessen kann ich schlecht Videos rendern, weil ansonsten halt meine Teamsitzungen abschmieren. Aber irgendwie kriegen wir das geregelt, wenn ein bisschen seltener Uploads kommen, aber dafür jetzt mit besserer Qualität. Beschwert sich da, denke ich mal, auch keiner von euch drüber. Und irgendwie frage ich mich gerade sowieso, warum ich jetzt eine Folge Okami aufnehme, obwohl meine ursprüngliche Idee war, ein Infovideo über die Capture Cards machen. Ehrlich gesagt, wen juckt's? Ich habe noch 3 nicht hochgeladene Folgen, glaube ich, von dem Projekt. Da kann ich jetzt noch eine aufnehmen. Also, ab geht's. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, wir beginnen im Moment so ziemlich mit einigen optionalen Gedönse. Das heißt, letztes Mal Secret Boss Kampf und die erste Kampfprüfung. Heute die zweite Kampfprüfung. Ich rechne nicht damit, mehr zu schaffen. Und jetzt muss ich sie erstmal wieder finden. Die dritte ist ein bisschen einfacher, weil da gibt es keine 5 möglichen Inseln. Und soll ich euch was Überraschendes sagen? Wir sind auf der falschen. Wieder weg. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. War auch nicht gerade mein Lieblingsareal in dem Game. Dementsprechend habe ich mir hier auch nicht so viel gemerkt. Ich schwank jetzt zwischen dem hier, zwischen der Insel und auf der anderen Seite, neben der, wo wir gerade waren, der Insel. Eine von beiden ist es sehr sicher und das hier war's doch, oder? Würde mich extremst wundern, wenn nicht. Leute, das war's nicht. Mann, ich bin echt ein Genius heute. Ja, ich sehe das am Audioausschlag, wenn ich das Headset so nehme, ist gut. Ich will mir das halt nicht aufsetzen, deswegen habe ich es mir jetzt wirklich um den Hals gelegt. Das ist rechts. Rechts, links, ich meinte auf jeden Fall. Das war die Insel, die ich schon gerade, während du weg warst, sagte, wer, wenn die es nicht ist, die nächste, die ich auscheck. Hui. Also, weiter. Es ist ein guter Partbeginn, aber ich denke mal, ist ganz interessant jetzt, wo die Sachen auch ein bisschen anders sind für mich. Das Allerbeste ist, ich bin jetzt nicht mehr von der Sonneneinstrahlung abhängig, was Aufnehmen angeht. Ja, das ist gut möglich. Also, die Insel meinst du, denk ich mal, da sehe ich schon ein Loch. Das ist sie eindeutig. Sobald ich eine Anlegestelle habe, danke.
Ah, da bin ich jetzt gespannt. Die erste Kampfprüfung hat bei einer Challenge bisschen was an Herausforderung geboten, aber ansonsten nicht sonderlich. Was ich gerade mal testen muss. Jawohl, ich kann immer noch beim Zocken stehen. Das finden voll viele komisch, aber ich mache das meistens. Und ja, nächste Kampfprüfung. Legen wir los. Und ich werde wahrscheinlich nicht viel reden, weil ich ziemlich viel Fokus brauchen werde. Treffen wäre auch eine Option, würde ich behaupten. Ah, Mann, der hätte sterben sollen. Wait, seit wann ist da ein Dritter? Ich stell mich ja jetzt schon schrecklich an. Boah, hört auf, mich zu treffen! Was hilft's mir, dass die nicht gefährlich sind, wenn ich trotzdem kassiere? Och, schon wieder ein Gegentreffer. Der Kampf ist schrecklich. Sag mal, reicht's euch langsam mal? Wir sind erst bei Stufe 1. Wieso wurde ich getroffen? Ich bin extra gesprungen. Geh du aus dem Weg. Und was ist das dann langsam mal? Ich kann mir gut vorstellen, dass man kein Wort von dir hört. Und willst du mich verarschen? Reicht's mal? Da kommen noch mehr. Da kommen immer noch mehr. Hallo? Das scheint's gewesen zu sein. Oh Gott, wenn das schon der Anfang ist. Das kann ja nur gut werden. Und ihr wisst, was ich in diesem Fall mit gut meine. Eigentlich alles außer gut. So. Oh Gott. Ja, sicher werde ich gefühlt im Spawn schon getroffen. Also, ich slow euch wieder. Hab schon mal 2 weg. 3 weg. Wenn die alle dasselbe Element haben. Wurde ich gerade von irgendwas getroffen? Wenn die alle dasselbe Element haben, dann ist es ja an sich ganz in Ordnung eigentlich. Oh, ich musste ja reden. Könnt ihr da nicht so brüllen oder zumindest die Tür zumachen? Ey. Nicht nur kriege ich auf die Schnauze, die brüllen da draußen, als gäb's kein Morgen mehr. Und natürlich spawnen noch Elektroräder, die meiner Meinung nach schlimmsten. Bei denen habe ich wirklich keine Ahnung, wie man gegen die vorgeht. Oh mein Gott, die Audio separat aufnehmen ist ja nochmal auf einem anderen Level, Genius. Dann sehe ich ja, wie lange ich im Video drin bin. Das sehe ich ja sonst gar nicht mehr.
Geh mal aus dem Weg, du Fettsack. Wurde ich jetzt getroffen? Ich glaube schon. Weil ich nichts... Ich habe gar nichts gesehen. Das ist ja das Problem. Ah, der hat schon wieder den Schirm eingepackt. Ich kümmere mich mal kurz. Ja, andererseits, die am Boden zerstört. Was juckt mich das? Ich habe gerade andere Sorgen, ob du es glaubst oder nicht. Ich werde schon wieder getroffen. Ja, aber ich kassiere trotzdem ständig Hits. Hast du eigentlich schon mal die Kampfprüfung gemacht und dabei auf jedem Kampf die beste Bewertung geholt? Auf die dritte freue ich mich schon richtig, Alter. Ist bei der dritten dann auch so viel Spam von normalen Gegnern, weil das finde ich schlecht. Der Kampf hat weniger gebracht als bei der anderen und dabei hatte ich hier als einziges die volle Bewertung. War der wirklich so viel leichter? Und ich hasse es, dass das mit dem Tor hier so ist. Ich meine, natürlich wäre es auch scheiße, wenn man direkt in die nächste Runde gedönert werden würde. Was kommt jetzt? Wirklich? Vor allem mit meiner Waffe war das Schild von denen ja auch noch One-Hit. Ja, das müssen sie aber erst. Oh Gott. Ach. Aber allgemein sind die Räder die schlimmsten Gegner. Weil mir der Name jetzt so viel sagt. Ja, natürlich macht er das in dem Moment. Laber mal nicht die ganze Zeit. Ich will mich fokussieren. Ah ja, das war genau der Inferno, den ich gemacht habe. Hat man gesehen. Gotträder! Ja, natürlich ist in dem Moment wieder Angriff von dem. Beide stark hitten. Ich mach direkt Nebel. Ich riech schon, dass der sonst nervt. Aber ich merk auch schon, was du meintest. Damit, dass man gefühlt ohne Nebel hier gar nichts machen kann. Ohne Nebel würde ich komplett untergehen. Also, mir wäre es recht, wenn es langsam mit den Rädern genug wäre. Hier mit solchen... Meinetwegen komme ich klar mit. Das klappt nicht. Ja, greif mich doch nicht an, du Keck. Ich meine, ja, das ist eigentlich alles, was du machst. Du bist mein Gegner, aber... die Fliegenden sind die schlimmsten hier.
sehe gerade erst, dass wieder einer da ist. Lass mich alle in Ruhe. Aber die Runde ist mir trotzdem lieber als Räder. Warum hast du mich getroffen? Und ich sehe schon, da sind wieder einige, die vom Himmel geholt werden wollen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Also, weiter fighten, fighten, fighten. Wir spawnen ja noch 7 Millionen. Komm, noch mehr! Reicht noch nicht, wir brauchen mehr Gegner! Sind das langsam die letzten? Nein, da kommt noch einer. Bist du der Letzte? Ja, das war endlich der Letzte. Schön. Ich habe halt keine Ahnung, inwiefern man übers Headset noch ein bisschen den Fernseherton hört. Und auch wie der von der Lautstärke her im Vergleich ist. Warte, ich sollte da nicht rein. Das. Och, willst du mich flachsen? Ja, wenig Nebel. Also ja. Haben sie aber nicht. Ernsthaft? Das ist ein Ding? Ja, wow, und dann sind sie so lang in dem Kack drin, dass ich nicht draus hitten kann. Ich muss... Ja... Dessen Element hat sich jetzt nicht geändert und ihn hat der Hit kein bisschen gejuckt. Elektro ist mir keinesfalls lieber. Wind allerdings schon. Ich habe da schon wieder einen gesehen. So, sag mal, Bock zu sterben? Danke. Ja, die Runde war ein bisschen angenehmer als die davor. Die anderen mit den Rädern. Ah, ich hätte aber trotzdem nichts dagegen, wenn ihr mir die Räder ersparen würdet. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Sind tot. Ja, mir ist dann eingefallen, dass du schon mal gesagt hast, dass die dadurch doch irgendwie gebufft werden. Okay, das ging jetzt nach einem schlechten Einstieg doch ziemlich gut. Und schnell. Ich denke trotzdem mal, dass es vielleicht Zeit wäre für... Zumindest mal
Hol zwei von den Dingern. Schaden tut's nicht. Oh. Ach, echt, wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ach stimmt, die können einem ja Tinte klauen. Geht man nicht so ab, sondern krepiert lieber. Ist gesünder für euch. Das waren definitiv noch nicht alle. Von denen gibt's gefühlte 30. Oh. Ja, ich muss jetzt warten, bis ich wieder mehr Tinte habe. Gefühlt mache ich gerade echt nichts außer Sprungschläge zu spammen. Aber es funktioniert ja auch ganz gut. Die kassieren alle ein bisschen Damage. Nur krepieren tut gerade keiner. Wird langsam mal wieder Zeit, würde ich behaupten. Hier, bei dir passt es gerade so gut. Mal ein bisschen aus der Distanz drauf hitten. Warten, bis sie rüberkommen und dann draufhauen. Das Kombometer geht nicht über 99 hinaus. Der ist tot. 3 euch langsamer oder wollen noch mehr von euch kommen? Mehr Damage. Damit haben wir noch einen weg. Und es respawnen anscheinend keine mehr. Was so viel heißt, das sind die letzten. Genauer gesagt, du bist der Letzte. Komm, dich machen wir nochmal ohne Slow Mode. Und finish him. Aber flott. 61.900. Alt. Ja, das weiß ich. Wie viele noch kommen, weiß ich aber nicht. Ach Gott, die Dinger. Ich habe keine Ahnung, was die anderen gerade machen, aber ich slow lieber mal. Natürlich trifft der mich. Okay, einen haben wir down. Das ist ja schon mal was, auch wenn sowieso noch welche respawnen. Aber trotzdem ist jeder, den wir killen, einen Schritt näher am Ziel. Diese 3 Hits, die man mit dem Sprungschlag macht, sind halt wichtig. Ich vergesse ehrlich gesagt die ganze Zeit, dass ich überhaupt diese Combo habe. Ah, okay, das war scheiße jetzt. Alter, hör doch auf mit dem Angriff, Mann.
Ja, aber auch nur, weil der ihn so lang macht. Nein, ist es nicht, weil, wie gesagt, der Angriff hat nur gut funktioniert, weil ich dachte, der hört mal auf. Nein, in Smash adaptet man zu sowas schnell. Sind das langsam alle? Ich glaub nicht, oder? Ja, mehr Gegner! Ey, Digga, das ist gerade einfach nur ein Durcheinander. Ich sehe die Hälfte der Zeit nicht mal was. Und hau einfach nur drauf. Das könnte aber der letzte sein. Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen wegen der Combo. Das ist eben der Punkt. Die Combo ausführen ist riskanter, weil die länger dauert. Oh, ein goldener Pfirsich. Heißt das, das war's? Okay, lief insgesamt dann doch besser, als ich erwartet hätte. Ich sehe das auf dem Ausschlag. Wenn du willst, dass man dich irgendwie hört, dann red lauter oder komm näher. Aber man hört irgendein unverständliches Flüstern im Hintergrund. Und Perle. Also. Mehr hatte ich für die heutige Folge nicht geplant. Mehr machen wir auch nicht. Das war's für heute mit Okami HD. Wenn's euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Like und oder Abo dalassen, auch wenn euch das hier mit der neuen Qualität gefällt. Bis dann und ciao.